Es ist ein ganz normaler Nachmittag in Hopetown. Der Himmel ist wolkenlos, die Kinder spielen ausgelassen im Park. Die Erwachsenen erledigen ihre Aufgaben und machen Besorgungen in der Stadt. Die Sonne scheint, die Luft ist rein und die Frühlingsblumen blühen farbenfroh. Man könnte meinen, dass alles perfekt sei in Hopetown, aber das stimmt nicht. Eine angespannte Stille liegt über dem Ort, denn etwas Seltsames geschieht hier. Ein dunkler Schatten breitet sich über der Stadt aus. Alles begann über dem Garten von Herrn Aurelio. Es dauerte nicht lange, da überdeckte der Schatten bereits das ganze Haus. Die Dinge wurden farblos und grau. Niemand kann sich erklären, was da passiert ist, und keiner weiß eine Lösung. Also ist es besser, nicht darüber zu reden. Zumindest machen es die Erwachsenen so. Diese Art der Problemlösung gefällt auch den meisten Menschen hier. Aber nicht alle denken so. Im Haus der Hoffmanns, mit Fermin, dem Bibliothekar, und Felisa, der Ernährungsberaterin, leben auch ihre drei aufgeweckten und neugierigen Kinder. Es sind der kleine Tim, seine große Schwester Tammy und der älteste der drei, Tom. Sie verbringen ganze Tage damit, das Geheimnis der Dunkelheit, die die Stadt bedroht, zu lüften. Wenn niemand etwas tut, davon sind sie überzeugt, wird sich der Schatten schon bald über die ganze Stadt legen. Und auch für die Menschen alles in tristes Grau tauchen. Tim, Tammy und Tom haben gelernt, wie wichtig Ausdauer und Beharrlichkeit im Sport sind. Und wie viel Abwechslung Bewegung auch in ihr eigenes Leben bringt. Tammy ist ganz begeistert von den akrobatischen Leistungen der Turner. Auch Tim und Tom wollen ab sofort trainieren, vor allem das Laufen. Die drei sind gerade dabei, sich aufzuwärmen, als sie Herrn Aurelio sehen, der mit seinem Pritschenwagen an ihnen vorbeifährt. Hallo, Herr Aurelio! Was macht der Schatten der Dunkelheit über Ihrem Haus? Wird besser, viel besser. Jeden Tag eine Farbe mehr. Jeden Tag ein Zentimeter weniger Dunkelheit. Tim ist heute früher nach Hause gegangen. Er ist gerade ein Rennen gelaufen oder hat es sich zumindest vorgestellt. Dabei hat er sich überlegt, dass er doch lieber Künstler sein will. Im Spielzimmer fällt ihm der Farbkreis ein, der in dem großen Buch ist, das sich seine Geschwister immer angucken. Aber er kann sich einfach nicht daran erinnern, wo sie es versteckt haben. Vielleicht kann ihm ja sein Papa helfen. Der kennt sich schließlich mit Büchern aus. Ganz sicher weiß er auch, wo das Buch der Wahrheiten und Mysterien ist. Papi, ich will malen. Sehr schön, Tim. Ich will mit Aquarellfarben malen, so wie ein echter Künstler. Mach das, Tim. Aber ich finde das Buch mit dem Farbkreis nicht. Tammy und Tom haben ein Buch, in dem jeden Tag eine neue Farbe auftaucht. Und ich brauche es zu malen. Geht es dir um das Buch oder willst du einen Farbkreis haben? Ich will das Buch, wo die Farben entstehen. Tim, kannst du mir dieses Buch mal zeigen? Aber ich weiß doch nicht, wo es ist. Deshalb habe ich ja auch dich gefragt. Ach so, ich glaube, da fällt mir ein, ich weiß doch, wo es ist. Ja, Papa, ich erinnere mich jetzt wieder. Und wo ist es? Es ist in deinem Klavier. In diesem Buch steht, wenn eines Tages die Dunkelheit über euch hereinbricht und eure Stadt überschattet, dann ist Eile geboten. Denn die Dunkelheit kann euer Herz hart machen. Und wenn das passiert, gibt es für niemanden mehr Hoffnung. Das wissen wir schon, Tim. Wir müssen jetzt mehr herausfinden. Eure nächste Farbe ist rosa. Sie steht für die Schönheit. Es gibt einen Ort, an dem die Schönheit in allen Werken präsent ist. Sucht ihn. Eines noch. Für eure Suche müsst ihr euch folgenden Spruch merken.
Das Firmament kündet vom Werk seiner Hände. Beeilt euch, ihr habt nur bis Sonnenuntergang Zeit. Das Rosa zu finden, das in meiner Farbpalette hier fehlt, seht ihr? Das Firmament kündet vom Werk seiner Hände? Lass uns Papa fragen, was Firmament bedeutet. Papa? Papa? Kinder, was habt ihr vor? Was bedeutet Firmament? Ach so, okay. Ich dachte schon, ihr... Nicht wichtig. Was wolltet ihr wissen? Was heißt Firmament? Na gut, ich habe hier ein Wörterbuch. Schauen wir mal nach. Das Firmament oder Himmelsgewölbe ist der sichtbare Teil des Himmels. Außerdem steht hier, dass es auch die Gesamtheit berühmter Personen darstellt. Vor allem die der Künstler. Das Firmament kündet vom Werk seiner Hände? Die Gesamtheit berühmter Personen, vor allem die der Künstler? Ja, na klar! Es ist die Kunstakademie! Ganz sicher! Tim hat's doch vorhin schon gesagt! Er will Künstler werden! Hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für euch drei tun? Zeigen Sie uns, was Sie hier machen. Aber gern doch. Ich gebe euch eine Führung. Kommt mit. Wie ihr seht, ist das eine Kunstschule. Wir unterrichten hier Malerei, Bildhauerei und Fotografie. Was davon soll ich euch zuerst zeigen? Malerei! Sehr gut. Folgt mir. Jedes der Gemälde erzählt was über den Künstler. Sagen Sie, was Sie da gesagt haben, was bedeutet das? Naja, die Schönheit der einzelnen Bilder geht vom Künstler aus. Es ist etwas sehr Persönliches. Das Bild ist das Werk seiner Hände und zeigt uns auch, wie er als Künstler ist. Ich will zum Ton. Ja! Na dann, gehen wir weiter. Dies ist die Klasse der Skulpturen und Töpferarbeiten. Hier werden die Werke, wie man sieht, mit den Händen gemacht. Wie toll! Aber nicht alle Skulpturen gefallen mir. Weißt du, das liegt daran, dass die von Menschen geschaffene Schönheit subjektiv ist. Ja, jeder Künstler findet seine Werke schön. Aber nur die Kunst, die dich interessiert, wird dir als Betrachter gefallen. Na kommt mit, gehen wir weiter. Also das gefällt mir sehr. Hier geht's um Fotografie, die Kunst, Licht einzufangen. Aha, verstehe. Und all das ist die Bedeutung von Firmament. Ich glaube ja. Wir haben es geschafft. Oh, Vorsicht, die Bilder bitte nicht anfassen. Tim, da steht anfassen verboten. Siehst du das nicht? Na klar, er kann noch nicht lesen. Und Tammy ist klar geworden, dass es nicht sein kann, dass Tim das Rätsel im Buch der Wahrheiten selbst gelesen hat. Woher wusste er dann, was da drin stand? Wer hatte ihm das gesagt? Lies mal, was da steht, Tim. Aber ich kann doch noch nicht lesen. Und woher wusstest du dann von dem heutigen Rätsel? Na, von Papi. Er hat's mir vorgelesen, weil ich ihn danach gefragt habe. Hey Tom, guck doch mal nach, ob das Rosa schon drin ist. Abendessen! Ja, Papi!
Hallo Kinder, heute gibt es ein Essen für wahre Künstler. Wusstet ihr, dass eine gesunde Mahlzeit aus vielen Farben besteht? Nein. Unser heutiges Essen ist super gesund, voller Leben und total vielen Farben. Wir sind ein bisschen wie der Schöpfer, der die Natur so wunderbar farbenfroh gemacht hat. Hallo Kinder! Heute werden wir einen knallbunten Regenbogen auf unsere Teller zaubern. Beginnen wir mit der Zubereitung eines Rote-Bete-Burgers. Wir brauchen 4 fein gehackte Frühlingszwiebeln und 2 große Rote-Bete-Knollen, die ihr raspeln müsst. Das Ganze jetzt in einer Pfanne mit 2 Esslöffeln Olivenöl für etwa 5 Minuten anbraten. Fügt als nächste Zutat 100 Gramm Parmesan oder Feta-Käse hinzu. Außerdem benötigt ihr noch frisch gehackte Minze. 4 Esslöffel davon sowie 50 Gramm gehackte Walnüsse, 150 Gramm Semmelbrösel und den Saft einer halben Zitrone. Mischt und knetet alles gut durch und formt eure Burger so, dass sie schön dick werden und alle gleich groß sind. Schiebt sie dann für 25 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Wenn ihr mögt, nehmt zu euren Burgern noch Hummus und Kürbiskerne dazu. Besonders lecker und farbenfroh wird's mit einem bunten Salat aus Rucola, frischem Spinat, Möhren, kleingehackten Zwiebeln und natürlich Tomaten. Kommen wir zur Beilage. Für unser Essen wird es Vollkornreis geben. Und hier noch ein Geheimnis der Haute Cuisine. Fügt eurem Reis gern ein wenig Knoblauch und Thymian hinzu. Wow, wie lecker, Vitamin. Und das ist noch nicht alles. Guckt mal, was es als Nachtisch gibt. So lecker. Orange, Mango oder eine andere orangene Frucht. Warum soll man Lebensmittel in verschiedenen Farben essen? Ganz einfach, weil jede Farbe auf eigene Weise zu eurer Gesundheit beiträgt. Grün reinigt eure Gefäße. Und Kinder, rote Lebensmittel helfen eurem Gedächtnis und machen euer Herz stark. Alles, was lila ist, hält euch lange jung. Orangene Lebensmittel stärken eure Abwehrkräfte und unterstützen das Sehvermögen. Und dann die weißen Zutaten. Sie schützen ebenfalls euer Herz und sorgen für einen normalen Blutdruck. Viele Farben halten euch gesund. Und Kinder, was wollen wir heute Abend machen? Wir erzählen vom Schlimmsten und Besten des Tages. Finde ich eine ziemlich gute Idee. Das Schlimmste für uns heute war, dass wir euch nichts vom Buch der Wahrheiten und Mysterien erzählt haben. Und auch, dass wir euch nicht gesagt haben, dass wir versuchen, die Farben zurückzuholen. Na gut. Wir als Familie haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Ihr habt das gebrochen. Aber genau dafür gibt es unsere Abende. Das Alte ist Vergangenheit. Lasst uns von Neuem beginnen. So machen wir es. Aber was war denn nun das Beste des Tages? Dass wir die Dunkelheit wieder aufgehalten haben. Das ist nicht das Beste des Tages, sondern das Beste seit langem. Für mich ist das Beste der Künstler, der unsere Erde erschaffen hat. Und ja, für mich natürlich auch.